Hallo Leute, heute ist der 27.04.2020. Ich habe mir gedacht, ich melde mich mal wieder, ich liege schon wieder im Bett. Es ist 19.29 Uhr, circa 19.30 Uhr. Heute mal ein bisschen später. Sonja war bis eben da und es war recht lustig mit ihr. Wir haben meine Nägel gemacht. Mit Muster und Glitzerpunkten. Die gefallen mir echt gut. Die sind so nicht Prinzessinnen, sondern dann röschenmäßig mit Spitzen so. Und das hat 2 Stunden gedauert. Wir sind ein bisschen draußen gesessen. Ich habe ziemlich zu kämpfen mit einer Blütenstauballergie. Die hatte ich schon letztes Jahr leicht, aber heute hat es mich komplett erwischt. Mir tut alles weh, meine Augen brennen und ich muss ständig niesen und benutze Nasenspray und meine Nase läuft, meine Augen laufen und die Kontaktlinse ist mir heute schon rausgegangen. Haben wir wieder reingesetzt. Und ich bin ziemlich müde jetzt. So lange ist Sonja normalerweise nicht da. Und das war ziemlich anstrengend. Aber auch schön. Wir haben viel geredet und gelacht und Nägel gemacht und Kaffee getrunken und geraucht und ja, was wir immer so machen. Sie kommt am Mittwoch wieder. Die Stundeneinteilung haben wir jetzt grob gemacht, weil sie ja noch einen zweiten Kunden hat. Aber damit ist Claudia nicht so zufrieden, weil sie es gern flexibler hätte. Und das müssen wir bis Anfang Mai noch abgleichen. Aber ich glaube, das wird nicht sein Problem. Zumindest soweit Sonja flexibel bleibt. Und das noch ein bisschen abgeändert werden kann. Mir geht's mittelmäßig. Ich muss wieder sehr an meinen Hund denken, aber es wird leichter und jeden Tag ein bisschen leichter zu ertragen. Er fehlt mir noch sehr, aber wie gesagt, es wird leichter und ich glaube, es wird jetzt nicht mehr lange dauern und dann geht's mir besser. Stimmungsmäßig geht's mir eigentlich ganz gut. Energiemäßig auch wieder besser. Seit ich das Effektin wieder reduziert habe, bin ich nicht mehr so müde. Und schlafe nicht die ganze Zeit. Brauche zwar in der Früh schon noch relativ viel Schlaf, aber heute bin ich um 10 aufgestanden und war relativ wach und war bis jetzt relativ wach. Und jetzt bin ich ziemlich müde, aber es geht. Und Claudia schickt mir morgen eine Stundenliste für Tage, an denen sie kann. Und dann werden wir das fertig einteilen und ausmachen. Und ja, dann wird man sehen. Ich freue mich schon drauf. Ich finde es ein bisschen kompliziert, wieder 2 Leute einzuteilen. Und das ist nicht so einfach. Aber an das werde ich mich wieder gewöhnen. Und ja, von meinem Vater habe ich heute noch nichts gehört. Der ruft mich um 8 an. Der soll mich heute arbeiten. Morgen wird weiter beim Tisch gearbeitet, mein Schminktisch, und hoffentlich auch schon mal gestrichen oder so.
Weil sie wollen das Wohnzimmer rausstreichen, weil es sehr gelb geworden ist, weil ich im Büro rauche und der Rauch nach draußen zieht und die Ecken schon sehr gelb sind. Und das sieht nicht so gut aus. Ich würde nicht streiken, weil ich es für unnötiger finde. Weil ich ja sowieso weiter rauche im Büro und der Rauch wieder nach draußen zieht und dann in kürzester Zeit wieder alles gelb ist. Mir wäre es auch gar nicht so aufgefallen, aber sie finden das halt besser. Da muss ja wieder eine Menge abgeklebt werden und ich habe ja auch einen Farbspiegel an der Wand und der muss abgeklebt werden und ich finde es halt ziemlich unnötig. Aber wenn sie es besser finden, sollen sie machen. Sonst gibt's nicht viel Neues. Wie gesagt, Sonja kommt am Mittwoch wieder. Bis dahin wird der Schminktisch nicht fertig sein, aber vielleicht schon mal gestrichen oder so. Und dann wird man sehen. Vielleicht können wir am Samstag einräumen. Sonst gibt's nicht viel Neues. Das Wetter war heute richtig schön. Und es war warm und es ist kein Wind gegangen. Wir sind fast eine Stunde draußen gesessen und haben gequatscht und mit dem Hund gespielt und ja, es war ein ganz angenehmer Tag und ich war froh, dass ich mehr Energie habe und ja, hat mir viel gebracht eigentlich. Ich wollte heute probieren, dass Charlie bei mir schläft, aber das wird nicht so gut funktionieren, weil er in der Nacht halt viel herumläuft. Und wenn jemand in der Nacht aufsteht oder in der Früh, wenn der Papa zum Dienst fährt oder meine Mutter in der Nacht aufsteht und sich ins Wohnzimmer legt, weckt sie mich auf, wenn die Tür offen ist. Und Charlie bleibt halt auch nicht ruhig liegen. Deswegen ist das eine schlechte Möglichkeit. Wir werden es heute mal probieren, aber ich denke, es wird nicht klappen. Da muss ich mir für meine Verlassensängste dann doch eine andere Lösung suchen. Ich möchte jetzt auch wieder mehr Nähe zu meiner Mutter aufbauen, was vielleicht die Verlassensängste auch wieder löst. Und dann geht's mir auch wieder besser. Ich sehe gerade in der Kamera, mein Auge ist richtig rot vom Reiben und so. Ich merke halt total den Blütenstaub in der Luft und meine Augen tränen die ganze Zeit. Schon seit heute früh. Ich war eigentlich nie so ein richtiger Allergiker, aber anscheinend hat es jetzt doch durchgebrochen. Und in nächster Zeit mal einen Allergietest machen lassen. Auf was ich allergisch bin und was ich dagegen nehmen kann. Weil ich heute echt am ganzen Körper Schmerzen hatte. Von dem vielen Niesen und so. Und das war schon sehr anstrengend. Ich glaube, eine Allergie ist für den ganzen Körper anstrengend und irgendwie fühle ich mich krank. Obwohl ich es nicht bin und es ist schwierig, ja. Aber in nächster Zeit wird keine Allergietest gehen, weil nur Notfälle zum Arzt dürfen. Und auch nur mit Vollbestätigung, dass man kein Corona hat und so. Und das muss ich dann im Herbst nachholen, aber vielleicht gibt's ein Allergiemittel, das ich nehmen kann.
Sonst ist wirklich nicht viel passiert. Ich habe ein bisschen Zeit mit meiner Mutter verbracht und mit ihr geredet und so. Aber sonst gibt's nicht viel Neues. Und das war mein heutiger Bericht. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, wann immer ihr das seht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Ines.